Leute, heute ist so ein schöner Tag und die Sonne scheint. Deswegen habe ich mich entschlossen, heute bei meinem Pool zu bleiben. Ich schreib mal Odi, schick Odi mal einen Snap, wie ich am Pool bin. So, mit einem schönen Filter. Und dann schreibe ich rein, soll ich zu dir? Ja? Ja, so. Und an Odi senden. Boah. Leute, heute ist wirklich richtig gutes Wetter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht hole ich einfach Odi ab. Und danach gehen wir was richtig Cooles machen. Deswegen musst du das Video unbedingt bis zum Schluss anschauen. Denn das, was du jetzt sehen wirst, wirst du mir nicht glauben können. Da muss ich erstmal diese Tür hier zumachen. So, ich rufe Odi einfach mal an. Wow, wie cool. Kinder, ich habe leckere Süßigkeiten. Er ist ein... Nein, 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 nein. Das war doch nicht... Oh nein, nicht schon wieder. War das wieder dieser blöde Clown? Ich muss schnell kurz zu Odi. Ich glaube, der prankt mich einfach nur. Ich habe ein neues Auto. Und hier wohnt auch schon Odi. Nein, warte mal kurz. Nicht etwa blöd? Das war ein alter Snap. Oh, er chillt oben auf seine Terrasse. Okay, ich gehe vorbei, ich gehe vorbei. Ich park jetzt hier. Perfekt. So, jetzt müssen wir bei Odi klingeln. Ich will so viele Sachen machen. Schaut mal, ein wunderschöner blauer Himmel. Odi. Oh, wer ist da? Mach die Tür auf. Rex hier. Odi, wie geht's dir? Geht so, mir ist langweilig und ich habe keine Lust, irgendwie was zu machen. Hä? Was? Warum denn? Ich weiß nicht. Ich habe einfach keine Lust. Mir ist langweilig. Dann komm doch mit mir mit. Komm, ich habe einen neuen Pool. Der kann verschiedene Farben machen. Boah, der ist mega cool. Komm mit, Odi. Na gut, wenn du das meinst. Aber eigentlich habe ich keine Lust zu baden. Zu baden? Wir sitzen im Pool und chillen. Gut, fahr dein Auto weg. Ja, ist ja gut. Habt ihr das gesehen? Odi hat voll die schlechte Laune, aber warum? Ja, ist ja... Boah, ich kann es kaum erwarten, dir meinen Pool zu zeigen. Komm mit. Ich habe die Tür offen gelassen, ich Dussel. Hast du schon mal einen Pool gesehen mit richtig coolen Farben? Mit coolen Farben? Nee, noch nicht, Braxia. Jetzt schau mal her. Du kannst dir sogar eine Farbe aussuchen. Oh, wie cool. Welche Farbe willst du, Odi? Willst du lila? Hier. Ist mir egal. Odi, was ist denn los? Irgendwas stimmt doch nicht. Ich hab keinen Bock. Hat dich irgendein Fangirl geärgert? Nö. Hm? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nee, liegt nicht an dir. Guck einfach meine Story. Deine Story? Okay. Hast du denn da reingepostet? Odi, hier. Ich konnte es nicht lesen. Du hast da irgend so einen Wirrwarr reingeschrieben. Nochmal. Lasst mich alle. Odi, warum bist du denn traurig? Mann, mir geht's einfach nicht gut. Mir ist langweilig und ich habe keine Lust mehr hier zu wohnen. Was soll das heißen? Soll das etwa heißen, du willst hier ausziehen? Ja, ich gehe jetzt, Braxi. Ich will hier raus. Hä? Oh nein. Ist langweilig. Die ganze Stadt ist langweilig. Hä? Oh nein, Leute, habt ihr das gehört? Odi möchte die Stadt verlassen. Das können wir aber nicht zulassen. Oh Mann, er geht einfach. Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, die ganze Stadt ist langweilig. Dabei ist die Stadt gar nicht so langweilig. Oh Mann, ey, ich weiß nicht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Ich werde heute einfach mit Odi so viele coole Sachen machen, dass er gar nicht die Stadt verlassen kann. Ich rufe ihn an. Warte mal kurz. Wir können zum Riesenrad. Hallo, Brax hier. Oh, Odi. Ich weiß, dir geht es aktuell nicht so gut und du willst die Stadt wirklich verlassen? Ich bin schon am Ausräumen. Also wenn du mir helfen willst, dann komm. Oh, Ausräumen? Du meinst es also wirklich ernst? Na klar, die Stadt ist langweilig, die Fangirls nerven und ich habe keine Lust mehr. Ich komm mal vorbei, warte, ja. Bis gleich. Tschüss. Nein, Leute, er meint es wirklich ernst. Wir müssen ihn davon abhalten, die Stadt zu verlassen. Oh, ich will jetzt hier einsteigen. So, wartet mal, wir müssen einfach richtig coole Sachen mit ihm machen. Und dann, wird er schon kommen. Odi! Was ist denn? Oh, Du packst ja schon wirklich deine Sachen. Ja, es ist schon fast alles gepackt. Komm rein, reintragen.
Warte, Odi. Was denn? Warte, bevor du weiter auspackst, wollte ich dich fragen, ob wir wenigstens das letzte Mal etwas zusammen unternehmen. Das letzte Mal? Das allerletzte Mal und du darfst dir alles auswünschen, beziehungsweise wünschen und aussuchen. Alles? Alles. Dann habe ich keine Lust, was zu machen. Die haben beim Riesenrad was richtig Cooles gemacht. Wollen wir uns das mal anschauen? Was denn? Was Neues? Und ich habe einen Helikopter gekauft. Helikopter? Das ist ja mega cool. Okay, dann bin ich halt dabei. Lass mich den Karton noch hier hinstellen. Okay. Oh nein, Leute. Ich habe gar keinen Helikopter. Ich muss schnell einen kaufen. Ja, dann steig ein. Warum willst du eigentlich genau auswandern? Mann, Rexy, du weißt doch das mit den Fangirls. Und letztens, wo der Clown mich erwischt hat. Deswegen habe ich keine Lust mehr hier zu wohnen. Aber ich kann dir versichern, Odi, der Clown ist im Gefängnis. Und er wird nie wieder rauskommen. Das hast du schon mal gesagt. Und was ist passiert? Ja, aber diesmal ist das wirklich so. Ich habe ihn eigenhändig eingesperrt. Na gut, dann glaube ich dir mal. Fahr weiter! Ja, tut mir leid. Schau mal, Odi, wir können auf den Riesenrad gehen und danach hole ich meinen Helikopter. Ich hab Höhenangst! Aber der Helikopter ist mega. Der ist echt cool. Dann zeig wo! Ich will Helikopter fliegen! Und wenn ich einmal die Achterbahn zusammen benutzen, darauf stehst du doch. Na gut, komm schon, die wilde Maus. Oh, der ist schon weg. Jetzt müssen wir warten. Mann, immer warten! Doch nichts Schlimmes. Ich kann dir was zu essen geben. Hier, willst du das haben? Nee, will ich nicht. Komm, wir müssen einsteigen. Na gut, und denkst du, das macht Spaß? Das macht mega viel Spaß. Du hast mir was geschickt? Ja. Mann, immer warten. Oh, die... Wow! Wow! Cool. Snap von uns, ich mache einen Snap von uns. Langweilig. Warte, stehen bleiben. Tschüss. Mega cool. Und in die Story rein. Jetzt. Wollen wir noch eine Runde? Nee. Okay, komm, wir gehen in die Innenstadt und schauen, was da abgeht. Die Innenstadt, das sind doch nur blöde Leute. Ach Quatsch, Odi. Ich muss jetzt erstmal vorsichtig rückwärts fahren. So, und hier und dann los geht's. Da ist, glaube ich, schon jemand und die Polizei verfolgt jemanden. Wow. Ja, guck, ich sag doch, das sind nur blöde Leute hier. Nein, die sind nicht nur... Spieli! Komm, wir gehen zum Spieli. Schaukeln. Das ist mega cool. Aber man wird es auch langweilig, Brex hier. Genau, deswegen habe ich auch den Helikopter. Wann können wir denn in den Helikopter? Den muss ich erstmal abholen, genau. Aber vorher können wir ja Trampolin springen. Aua! Hä? Oh nein, Odi, was ist denn passiert? Ich bin hingefallen. Mann, Odi, das war gar nicht so hoch. Steh auf. Aua, mein Knie breaks hier. Wo gehst du denn hin? Lass uns einen Kaffee kaufen, komm. Na gut. Aber ich will einen leckeren Kaffee. Okay, du holst uns einen Kaffee und ich hole uns den Hubschrauber. Na gut. Bis gleich. Leute, ich muss irgendwoher den Hubschrauber kriegen. Ich weiß, dass es hier welche gibt, aber die sind mega teuer. Schaut mal hier. Oh nein, das darf er nicht sehen. Das kostet mich einfach mit dem Helikopter ab. Wartet mal. Hier. So. Jetzt habe ich 1 Million aus dem Tier drin. Vorsichtig. Ich schicke ihm eins. Aussteigen. Helikopter. So, zumachen. Odi! Wo ist der? Wow! Rexia! Ich habe den Heli für uns besorgt. Siehst du? Wow, das ist ja mega cool. Steig ein. Wirklich? Komm auf, Tier. Oh, los geht's, Rexia. Das ist mega cool. Ja. Boah, das habe ich gar nicht gewusst. Und sogar ein Heli. Boah, wie cool. Mega, oder? Übelst cool, Briggs hier. Und was du vergessen hast, Odi. Wir haben sogar... Schau mal, da muss ich ein bisschen höher fliegen. Warte. Ich glaube, du kannst das von hier schon sehen. Was denn? Siehst du das? Ich sehe es nicht. Guck jetzt nach rechts.
Nach rechts. Da ist ein Footballfeld. Und genau hier landen wir auch. Warum? Weil Odi, ich muss dir was sagen. Was denn? Komm mit und hier. Also Odi, ich finde das nicht so gut, dass du die Stadt verlassen möchtest. Wir haben hier gerade Freunde gefunden. Und wir können nicht immer die Stadt verlassen. Kannst du bitte bleiben? Eigentlich hast du recht, Braxi. Und? Aber, ich weiß nicht, ist langweilig. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Überraschung? Mach die Augen zu und dreh dich um. Na gut, so. Leute, Odi ist mein allerbester Freund, wirklich. Und ich bin immer für ihn da, in guten wie in schlechten Zeiten. Und deswegen schenke ich ihm einfach meinen Helikopter. Der hat mich 1 Million Euro gekostet. Aber für Freunde tut man sowas. Okay, Odi, ich habe eine Überraschung für dich. Was denn, Braxi? Na, sag's schon. Ich schenke dir den Helikopter. Den Helikopter? Genau, der ist deiner. Hier, flieg in der Runde. Oh, Junge. Oh, das ist so cool. So, steig ein. Und wie geht das? Warte kurz. Der gehört dir ganz alleine. Oh, wie cool. Aber wie fliege ich den denn? Siehst du den E-Knopf? Ja. Oh. Genau. Oh, weiter hoch, weiter hoch. Oh, ich hab Angst. Sehr gut. Und mit dem Q-Knopf, da gehst du nach unten. Oh, wie cool. Flieg hoch. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir haben es geschafft, Odi zu überzeugen, hier zu bleiben. Lasst auf jeden Fall noch ein Like da, damit er wirklich überzeugt ist. Und abonniert den Kanal. Und checkt auf jeden Fall meinen besten Freund Odi ab. Den Link findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Klick einfach drauf und schau dir auch seine Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Braxi abonniert. Braxi,